Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute haben wir einen Spieß mit gepökeltem Schweinebauch, dazu Zwiebeln und Süßkartoffeln und das mit einer Tiriaki-Marinade. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran. Für unser Gericht benötigen wir heute 1 Kilo gepökelten Schweinebauch, 4 Zwiebeln, ein paar Knoblauch, 10 Majoran, Süßkartoffeln, Salz, Pfeffer, Olivenöl und dann habe ich hier so eine Tiriaki-Soße-Marinade. Die ist ein bisschen mit mehr Zutaten versehen als die normale. Hier ist Limettensaft, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Chilis. Also das ist so richtige Marinade. Wenn ihr sowas nicht habt oder nicht findet, dann geht auch natürlich normale Teriyaki-Soße. Und ja, legen wir los. Und als erstes schneiden wir uns die Kartoffeln in daumendicke Scheiben. Ich hatte Glück, dass ich solche Süßkartoffeln gekriegt habe, die eine Form einer Möhre haben, ist perfekt für unsere Spieße. Wenn ihr diese ganz dicken Kartoffeln habt, Süßkartoffeln, dann schneidet die in der Mitte durch und viertelt die, damit die nicht so dick die Scheiben werden. Aber das ist eigentlich schon perfekt. Und da wir schon beim Schneiden sind, schneiden wir sofort die Zwiebeln in Scheiben, auch nicht zu dünne Scheiben. Und ich möchte gerne, dass die Scheiben oder die Ringe so gleich bleiben und nicht auseinanderfallen. Also legen wir die irgendwo zur Seite, damit wir die später perfekt am Stück aufspießen können. Hier sind die Süßkartoffeln. Dazu machen wir jetzt unseren Knoblauch. Also einfach entweder ganz fein reinhacken oder in diesem Fall reinpressen. Jetzt kommt ungefähr ein guter Esslöffel Majoran, ihr könnt auch Thymian oder Rosmarin machen, etwas Kräuter sollen schon dabei sein, ein guter Schluck Olivenöl, das Ganze mit Salz, Pfeffer würzen, umrühren und das Ganze ist damit somit fertig. Und zum Schluss machen wir noch das Fleisch, also los geht's. So, hier ist der Schweinebauch und die Schwarte werden wir jetzt anschneiden. Ihr müsst dabei beachten, manchmal sind hier Knochen. Aber in dem Fall sind die ausgelöst, wenn da welche Knochen oder Knorpel drin sind, dann bitte die rausschneiden. Und dann braucht er ein sehr scharfes Messer. Ich habe hier schon mal mein bestes Messer ausgesucht. So ein Filetiermesser oder ein Cuttermesser. Und dann schneiden wir ganz dünne Streifen, aber nicht ganz durch. Und das mache ich jetzt komplett und dann machen wir das einmal in die andere Richtung längst. Und ja, die Schwarte ist schön angeschnitten und jetzt, ungefähr, das passt hier, schneiden wir hier 2 Fingerdicke. Und dann schneiden wir hier auch 3 und einfach so Würfel runter, 4 passt, damit wir einfach nicht so riesige Stücke haben, die ewig lang brauchen durchzugaren. Also aufschneiden. So, alles liegt hier fertig geschnitten und jetzt legen wir los und ich würde sagen, wir fangen mit der Süßkartoffel an. Bei der Süßkartoffel aufpassen, die sind ziemlich hart und erstmal die irgendwo drauflegen und dann durchschieben. Wie gesagt, aufpassen, aber die brechen nicht auseinander und halten. Und dann machen wir, würde ich sagen, eine Scheibe Zwiebeln und ein Stück Fleisch. Das Fleisch so aufspießen, dass die Schwarte nach oben guckt und nicht zwischen Süßkartoffel ist, damit die auch irgendwann knusprig wird, hoffentlich. Und so machen wir weiter. Wie gesagt, passt bloß auf. Ansonsten ist das ganz einfach. Und ich mache das. Und dann, wenn unsere Spieße fertig gesteckt sind, schalte ich ein. Ich mache das abwechselnd. Einmal guckt die Schwarte nach oben und einmal in die andere Richtung, weil wir werden die drehen und dann
Ja, wie das schon. Die Spieße sind fertig gesteckt, ging relativ leicht. Also wie gesagt, die Kartoffeln ein bisschen aufpassen. Und ja, jetzt haben wir hier noch in der Schüssel etwas von unserem Knoblauch, Kräuter, Olivenöl. Und da machen wir auch unsere Teriyaki-Soße, in dem Fall Marinade. Ein bisschen verrühren und somit haben wir ein bisschen uns eine Glaze gemacht, die wir zwischendurch auf unsere Spieße ja, drauf pinseln werden. Ich sag mal so dreimal. Einmal mache ich das jetzt, dann denke ich mal in der Mitte und einmal zum Schluss. Einfach die Spieße damit schön bestreichen. Vielleicht einen kleinen Schluck Wasser rein. Ich habe jetzt wirklich einen kleinen Schluck Wasser reingemacht und somit ist die ja nicht so dickflüssig. Wenn ihr nur Teriyaki-Soße nehmt, die ist sowieso flüssig. Das war ja so eine Marinade, die ist wie Ketchup von der Konsistenz. Und ja, ich mache das jetzt und dann werden wir die Spieße grillen. Ich denke mal 40, 50 Minuten auf jeden Fall, wenn ihr brauchen. Aber wie, zeige ich euch gleich. Ja, los geht's. Kurz zu der Einstellung. Alle Brenner laufen auf Minimum. Pizzastein drauf. Der Pizzastein ist noch kalt. Nicht vorheizen, sonst haben wir zu viel Hitze von Anfang an von unten. Und deswegen habe ich auch den Pizzastein, damit er das ein bisschen ja abbremst. Irgendwann wird er sich erhitzen. Ich mache keine Flüssigkeiten rein. Eventuell später, wenn es anfängt, das Fleisch oder der Saft vom Fleisch zu verbrennen. Ich habe hier die Schaschlik-Halterung. Ihr könnt auch ihr kennt diese IKEA Schalen für die Braten. Einfach die Schale draufstellen und dann auf die Kanten die Spieße drauflegen. Ich mache das so und ja, die Spieße gehen drauf und jede 15 Minuten werde ich das einmal um 90 Grad drehen und die vorderen Spieße nach hinten tun, damit das gleich Hitze abbekommt. Und ja, alle brennen auf Minimum. Somit haben wir so 200 Grad. Ich möchte gerne trockene Luft, Hitze haben. Wenn das irgendwann anfängt, wirklich zu sehr zu rauchen, mache ich etwas Wasser rein. Und ja, was soll ich noch sagen? Deckel zu und nach einer halben Stunde schalte ich einmal ein. Ganz wichtig, beim nächsten Mal, wo ihr den Deckel aufmacht und die Spieße drehen wollt, nehmt euch einen Lappen, weil die Spieße sind sau heiß. Das ist natürlich logisch, aber ist mir schon selber passiert. Also bis gleich. Ja Leute, so sieht es aus nach 20 Minuten. Die Spieße sehen gut aus und man sieht schon, da tropft ordentlich was runter. Und wäre das jetzt keine Schale drunter und kein Pizzastein, wäre das richtig am Brennen. Jetzt nehmen wir unsere Flüssigkeit und marinieren das ein bisschen noch von oben. Hier ist schon die Schwarte ein bisschen am Platzen. Ich glaube, ich werde jetzt in der Mitte den Brenner ausmachen, damit wir einfach, ja, wir haben 250 Grad und das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber ansonsten werden die genauso braun hier hinten wie da vorne. Aber nichtsdestotrotz werde ich die einmal tauschen und einmal drehen. Ja, man sieht, die Seite, die oben ist, wird deutlich dunkler, also einmal drehen. Ich habe jetzt einen Handschuh angezogen, weil ich mich schon ein bisschen verbrannt habe, wie ich schon gesagt habe. Aufpassen, Spieße sind sehr heiß. Und ja, jetzt mache ich hier noch von der anderen Seite ein bisschen die Marinade drauf und wir warten weitere 20 Minuten und dann. Ja, kurze Info, halbe Stunde ist vergangen. Ich habe jetzt Wasser reingekippt, ganz einfach, damit das ein bisschen ja, Dampf abgibt, weil das Fleisch wird mir ein bisschen zu schnell dunkel und somit ja entschärfen wir das ein bisschen und ja, die Kartoffel kriegt ein bisschen Dampf ab und wenn das verkocht ist, ist eine Stunde ungefähr vergangen und ja, also nach einer halben Stunde habe ich Wasser reingetan. Ihr könnt das von Anfang an drauf reinkippen, mal schauen, wie es ja, wird. Ja Leute, eine Stunde ist rum und so sehen unsere Spieße aus. Die Schwarte ist etwas dunkler geworden, war mir schon klar, weil wir da Teriyaki-Soße drauf gepinselt haben. Und die hat ja Zucker. Zucker verbrennt bei hoher Hitze, aber die Schwarte ist trotzdem geil.
Ich habe die probiert und ja, es ist fertig. Ich habe hier schon eine Kartoffel, ja, abgemacht. Das Fleisch ist auch fertig, habe ich auch schon probiert. Und ich würde sagen, wir nehmen das runter und probieren das Ganze. So, los geht's. Probieren wir mal schnell einen Spieß. Die sind jetzt, denke ich mal, ein bisschen abgekühlt. Ups, die riechen wirklich gut. Und ja, es reicht von jedem ein Stück. Hier eine Zwiebel, ein Stück Fleisch und Süßkartoffeln. Fleisch schneide ich nochmal durch. Und da seht ihr das. Es ist sehr gepökelt. Deswegen ist das schön rot. Aber es ist durch. Wunderbar. Also, probieren wir mal die Kartoffeln. Und ja, was soll man dazu sagen? Kartoffel ist gar. Man sieht das, wie weiß die ist. Und die Zwiebel noch ein bisschen knackig. Sehr schön. Und jetzt das Fleisch. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das Fleisch. Ja, mega. Es muss auf jeden Fall gepökelter Schweinebauch sein mit dem frischen, denke ich mal, wird das anders schmecken. Ansonsten pökeln. Ich packe euch einen Link, wie man so Schweinebauch pökeln kann. Und durch diese Süße, also Teriyaki-Soße, salzig und süß, das schmeckt geil. Also klar, hättet ihr das weglassen können, dann wäre die Kruste auch, hätte andere Farbe, aber es wäre nicht so geil. Also könnt einfach die Spieße nehmen, alles runternehmen in eine Schüssel und jeder nimmt sich einfach, was er will. So eine gemischte Sache. Oder jeder kriegt einen Spieß. Ich finde es, ja, einfaches Gericht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.